Hallo IFA! Herzlich willkommen beim Event auf dem IFA 2019 Stand. Ich habe ja immer gedacht, es ist die IFA 2019. IFA. Nein, es ist das Jahr 2019, es ist die internationale Funkausstellung. Wir befinden uns in Berlin und wenn man sich ein bisschen näher umguckt, befinden wir uns in Shanghai. Shanghai, enjoy the culinary variety of metropolitan cuisine. Übersetzt, guten Appetit und ich weiß, dass der Tower, der sich hier auf der linken Seite befindet, das ist der Pearl Tower. Daran kann man erkennen, dass wir in Shanghai sind. Und Shanghai, für die Leute, die noch nicht da waren, inklusive mir, ich habe bei Wikipedia gelesen, dass es in Shanghai unheimlich viele Aromen, Gerüche und verschiedene Geschmäcker gibt, die sich dort zu einem Schmelztiegel zusammenfassen. Nehmen Sie noch Platz, kommt gleich Nelson Müller vorbei, es wird gekocht. Was es kocht, das verrate ich gleich erst im Anschluss. Allerdings möchte ich Ihnen auch noch mal ein paar Hinweise zu unseren Home-Connect-fähigen Geräten geben. Das sind zum Beispiel diese Backöfen hier oder die Stier- und Kühlkombi. Das ist das Kopffeld, das hier mit Home-Connect zu steuern. Und aber auch die Kaffee-Vollautomaten. Und all das, wo ist mein Smartphone? Wenn man es braucht, dann hat man es nicht. Kann ich mit meinem Smartphone und der Home-Connect-App steuern. Oder ich kann meinen Sprachassistenten, Alexa, kann ich auch dazu bringen, mich mit meinem Smartphone, mit meinen Home-Connect-fähigen Geräten unterstützen. Wir haben hier unheimlich viele tolle Köstlichkeiten aufgebaut, weil wir sind ja in Shanghai, da müssen wir uns nicht dumpen lassen. Und diese Köstlichkeiten, die wird gleich ein Sternekoch für Sie zusammen zu einem leckeren Menü kredenzen. Dazu muss man allerdings sagen, dass Nelson Müller und ich, wir kriegen hier gar nichts zu essen ab. Siemens schüttet uns nun mit Champagner zu. Zu essen kriegen wir nichts. Dementsprechend sind wir auf Ihr Feedback wirklich sehr, sehr scharf drauf. Das heißt, wenn Ihnen etwas gut gefällt, heben Sie die Hand, ich helfe Ihnen, ich komme hier vorbei, Sie können uns gerne auch Fragen stellen. Ansonsten würde ich Sie bitten, jetzt mit einem tosenden Applaus ihn zu begrüßen. Den einzigen, oftmals probierten, niemals erreichten, Nelson Müller! Hallo! Ja, können wir nochmal einen genauso großen Applaus für unseren unfassbaren Moderator Marco bekommen! Ab. Alle anderen, naja, müsst ihr euch noch mal ein bisschen anstrengen, aber ich gebe euch noch eine Chance. Der Nelson Müller verrät uns jetzt, was es zu essen gibt und wenn Sie das Ganze mit einem aus dem Magen, aus der Magenwand geschobenen kommentieren würden, dann ist das für uns Lohn und Arbeit zu reich. Also Nelson, möchte ich Ihnen verraten, was es heute für Mangiare gibt. Sehr gerne. Ich starte mit einem veganen Gang. Ist das vegan? Ja, auch komplett vegan eigentlich, ja? Komplett vegan, und zwar es gibt einen falschen Thunfisch mit so ein bisschen Tofu-Erde, eingelegten Chimay oder Buchenfilzen, sagt man, Artischocken dazu und einem Koriander-Sorbet. Und danach gibt es eine Meerforelle mit Ingwerbirne, Blattspinat und einem Wasabi-Meerrettichschaum. Ja, das muss noch ein bisschen mehr zum Bauch kommen, aber wahrscheinlich müssen wir die Bäuche erst füttern. Ja, genau. Ich habe mal gehört, dass Bäuche viel besser regenerieren können, wenn etwas drin ist. Und das probieren wir jetzt für Sie zuzubereiten. Wir haben hier einen Topf und...